Herzlich willkommen, liebe Begeisterungsgemeinschaft. Im Namen unseres Intendanten Markus Hinterhäuser, unseres kaufmännischen Direktors Lukas Grepatz, im Namen von Bettina Hering, unserer Schauspielchefin, und von Florian Wiegand, unserem Konzertchef. Und natürlich im Namen von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alljährlich das Wunder Salzburger Festspiele möglich machen. Wir sind hier wieder in der weltweit einzigartigen Felsenreitschule, in der wir in diesem Sommer zwei besonders beeindruckende Vorstellungen erleben durften. Die Elektra von Richard Strauss und Intoleranza von Luigi Nono. Und natürlich hätten wir Sie auch gern zur Präsentation unseres Programms wieder zu uns eingeladen. Aber ich sage nur Corona. Und daher streamen wir zu Ihnen. Wir strömen mit unseren Gefühlen und unseren Programmankündigungen Ihnen entgegen. Aber selbstverständlich können Sie das Ganze nachlesen auf unserer tollen Website, und zwar ab sofort, und in unseren wunderbaren Programmen. Ein Vorboten unserer tollen Programmhefte, die Sie selbstverständlich wie immer per Post bekommen, sehen Sie hier hinter mir. Als künstlerische Begleiterin für diese Programmhefte haben wir Rebecca Horn ausgewählt. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen noch. Markus Hinterhäuser hat sie ja 2008 bereits als Opernregisseurin in der Kollegienkirche für die Festspiele gewonnen. Ja, aber bevor unser Intendant jetzt Sie mit seinen Programmideen verführen kann, darf ich noch ein Wort in eigener Sache sagen. Es ist für mich mein letztes Jahr als Festspielpräsidentin und natürlich ist es ein großes Glücksgefühl, dass mehr als ein Vierteljahrhundert der 100 Jahre Salzburger Festspiele von mir mitgestaltet werden konnte. Und es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass wir auch die letzten zwei so schwierigen Jahre, 2020 und 2021, ein Leuchtturmprojekt sein konnten, beweisen konnten, wie wichtig Kunst gerade in schwierigen Zeiten ist. Ich möchte Danke sagen all jenen, die finanziell uns geholfen haben. Dazu gehört die Politik in Bund, Land und Stadt. Dazu gehören aber vor allem auch unsere Hauptsponsoren. Ich danke Audi, Siemens, der Kühne Stiftung, Rolex und Bestwater Technology. Ja, aber ein großes Danke Ihnen allen, den Freundinnen und Freunden der Salzburger Festspiele. Nicht nur Ihr finanzieller Einsatz, vor allem Ihr Hiersein, Ihr Anteilnehmen war für uns so wichtig, hat uns zu immer neuen künstlerischen Taten inspiriert. Und Sie werden sehen, Markus Hinterhäuser hat für 2022 wieder ein Programm erstellt, das es Ihnen schwer macht, den Sommer nicht in Salzburg zu verbringen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser fast schon gewohnten und doch immer noch so ungewohnten Art der Kontaktaufnahme mit Ihnen, unserem Publikum, unseren Freunden. 100 Jahre Salzburger Festspiele, das war für mich als künstlerischer Leiter schon eine gewaltige Herausforderung. 100 Jahre Salzburger Festspiele sind 100 Jahre europäische Kulturgeschichte. Es ist ein Blick in ein vergleichsloses Archiv der Künste. Den Weg von diesen 100 Jahren in ein weniger spektakuläres, nämlich 101. Jahr zu finden, ist nicht ganz einfach. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Frage gestellt nach dem Individuum und nach dem Kollektiv. Das Individuum, das durch Don Giovanni mehr als repräsentiert wurde und durch Elektra ebenfalls. Und das Kollektiv, die Solidargemeinschaft, die das tragende Element in Luigi Nonos Intoleranza war. Im kommenden Jahr gehen wir
einen etwas anderen Weg. Es sind die Zwischenbereiche der Menschen, wenn sie einen Ausbruch suchen, wenn sie eine Art von Freiheit suchen, wenn sie eine Form der Autonomie suchen. Was kann das bedeuten? Also wir sind ausgegangen von einem sehr wichtigen Werk von Puccini, dem Triptico. Puccini wird immer wieder so als eine Art von, naja, halb ernst zu nehmenden Komponisten bezeichnet. Das ist ganz, ganz falsch. Triptico ist ein großes Menschheitswerk. Und die Gedanken Puccinis mit diesem Triptico lassen sich sehr auf die göttliche Komödie von Dante zurückführen. Und über die göttliche Komödie von Dante kann man nur sagen, das ist eines der größten, bedeutendsten poetischen Gedankenkonstrukte der Menschheitsgeschichte. Vielleicht hat diese göttliche Komödie von Dante auch Puccini eine Art Orientierungshilfe gegeben in dieser Zeit, in der er das geschrieben hat, das Triptico. Eine Zeit, die also vollkommen aus den Fugen geraten ist, weltweit vollkommen aus den Fugen geraten ist. Eine Zeit, in der die Frage nach Werten, nach einem Koordinatensystem sicher sehr, sehr dringlich gestellt werden musste. Und es ist tatsächlich so, dass viele der Energien, die in der göttlichen Komödie die entscheidenden Pole ausmachen, also das Inferno, die Hölle, der Ort der Verdammnis, das Purgatorio, also das Fegefeuer, dieser Zwischenbereich, dieser zwischen dem der Läuterung und dem Paradies und das schließlich das Ankommen im Paradies, diese drei Pole sind entscheidend für sehr vieles, was im nächstjährigen Opernprogramm zu erleben sein wird. Also wenn ich jetzt mit dem Triptico beginnen darf, dann handelt es sich hier um eine Überführung Puccinis aus der göttlichen Komödie in die Welt des Verismo, in die Welt der kleinen, der einfachen Menschen. Es sind drei starke Frauengestalten. Also die jüngste dieser drei Frauen, in Gianni Schicchi heißt sie Loretta, träumt an der Seite ihres Verlobten von einem Leben, wie sie es schöner nicht vorstellen könnte, ein Leben mit ihrem Mann, mit ihrer Familie. Giorgetta im Tabarro, im zweiten Teil dieser Trilogie, der geht es schon deutlich, deutlich schlechter. Sie hat ihr Kind verloren, lebt, fristet ihr Dasein an der Seite ihres Mannes und träumt von einem ganz anderen Leben, von einem Leben mit einem anderen Mann in einer anderen Situation. Auch sie wohl der Traum, der unerfüllte Traum von einer Familie. Und der dritte Teil, Sor Angelica, die Nonne Angelica, die Welt des Klosters, die sich nur durch einen Akt des Wahnsinns befreien kann. Und dieser Wahnsinn ist der Freitod. Nur durch diesen Akt kann sie eine Art von Läuterung finden, einen Weg ins Paradies finden. Ich möchte gerne Christoph Loy zu Wort kommen lassen, wie er Triptico von Puccini sieht, welche Bedeutung er diesem Meisterwerk der europäischen Opernliteratur gibt. Puccini hat ja ganz eindeutig, es wird ja auch dann genannt, im Gianni Schicchi auf Dante und die göttliche Komödie verwiesen. Und mir hat es eigentlich geholfen, die göttliche Komödie und diese drei großen Teile immer ein bisschen im Hintergrund zu haben bei diesem Triptychon von Puccini. Und ich glaube auch, dass gerade dann, wenn man jetzt auch wie wir in Salzburg dann die drei Stücke spielt, dass man sehr unterschiedliche Formen von Oper, von Musikdrama, Musikkomödie auch erfahren kann. Und dass diese Trilogie auch insgesamt dann etwas eigentlich im Sinne dann doch vom Salzburger Welttheater eine ganz umfassende Sicht auf Menschheitsgeschichte zeigt. Wenn es sozusagen einen roten Faden bei uns gibt, ist es, dass wir uns entschieden haben, mit der Asmik Grigorian zusammen dieses Triptico zu machen und dass Asmik Grigorian eben in allen drei Opern die weibliche Hauptrolle singen wird. Und dadurch ergibt sich schon auch so eine Reise durch verschiedene Zustände einer Frau, die, wo man, wenn man möchte, weil man natürlich auch immer dieselbe Sängerin sieht, wird man bei Gianni Schicchi so das junge Mädchen sehen, was noch
vollkommen von Lebenshoffnung beseelt ist. Man sieht dann bei der Giorgetta die Frau, die im wahrsten Sinne des Lebens kämpft um Liebe, die schon ihre ersten negativen Erfahrungen gemacht hat, die dennoch glaubt, sie kann das Ruder nochmal rumreißen. Und dann mit der Angelika jemand, die das Ruder nicht mehr rumreißen kann, sondern sich nur noch den Schmerz über Liebe und Leben sublimiert und dann eigentlich Richtung Paradies geht. Ja, großartig finde ich, dass du als Mick Gregorian dafür gewinnen konntest, alle drei Frauenfiguren zu singen. Das ist nun wirklich selten, dass ein Sopran alle drei Figuren singt und dass das aus Mick Gregorian macht, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Dirigieren wird Franz Welser-Möst, spielen werden die Wiener Philharmoniker, das wissen Sie, das ahnen Sie. Und das ist etwas, was jedes Mal ganz wunderbar ist. Dieses Thema göttliche Komödie spiegelt sich auch im Schauspiel. Ja. Die Bettina Hering hat eine Marathonlesung, ich glaube 6 Stunden, der göttlichen Komödie vorgesehen mit den Besten der Besten aus ihrem Schauspielensemble. Also Verena Altenberger, André Jung, Ursina Lardi, Katrin Morgeneier, Jörg Reiten, David Strisow und Angela Winkler. Apropos Angela Winkler, weil sie ist ja unsere Mutter im Jedermann. Auch dieses Thema Jedermann und Mysterienspiel passt ja sehr gut zum Thema göttliche Komödie und zu dem, was du jetzt erzählen wirst, einem anderen Opernstück. Ja, es sind eigentlich 2 Stücke, die wir hier kombinieren. Und der zweite Teil dieses Abends, der hat tatsächlich wirklich mit dem Jedermann zu tun. Das kann man fast in eine ganz, ganz enge Nähe rücken. Aber beginnen tut der Abend mit Herzog Blaubartsburg von Bela Bartok. Übrigens ein Stück, das im gleichen Jahr Premiere hat, in dem Puccinis Tritico Premiere hatte, nämlich 1918. Auch das ein Stück, das in diesen ganz, ganz schwierigen Zeiten erdacht und geschrieben wurde. Die beiden Hauptfiguren, Blaubart und Judith, sind so ineinander verstrickt, dass man fast diese Energien der göttlichen Komödie darin ahnen könnte. Der Librettist hat dieser jungen Frau einen biblischen Namen gegeben, Judith. Dieser Name deutet schon auf ein hohes Maß an Opferbereitschaft hin und auch an Furchtlosigkeit. Es ist eine symbolistische Fabel, dieser Blaubart von Bela Bartok. Es ist eine Geschichte der Obsession, eine Geschichte des Geheimnisses, des Geheimnisergründens. Es sind diese sieben Kammern, die durchaus das männliche Ich darstellen, diese 7 Kammern, die von Judith geöffnet werden, gegen den Willen von Blaubart geöffnet werden. Und hinter diesen 7 Kammern verbergen sich 7 große Geheimnisse. Geheimnisse der Grausamkeit, Geheimnisse der Macht, die Schätze, der Garten, ein See aus Tränen. Es verbergen sich hinter diesen Kammern, hinter der letzten Kammer, der Morgen, der Mittag und der Abend. Es sind ganz elementare Bausteine unserer Existenz, die man hier erleben kann. Und gekoppelt haben wir diesen Abend mit einem unglaublich faszinierenden Stück, das sehr unbekannt ist, das allerdings, und das muss ich Ihnen jetzt sagen, ein Auftragswerk der Salzburger Festspiele war und das ein einziges Mal hier zur Aufführung gekommen ist, mit Herbert von Karajan als Dirigenten. Es ist eine Mischung aus Musiktheater und Oratorium. Es ist von Karl Orff und es trägt den Titel De Temporum Fine Commedia. Schon im Titel ist eine Anspielung auf die göttliche Komödie von Dante zu ahnen. Und wenn wir jetzt sagen, eine Übersetzung könnte sein das Spiel vom Ende der Zeiten, dann würden Sie vielleicht glauben, dass das ein Endzeitspiel ist, was es auch sein könnte. Allerdings, es besteht aus 3 Teilen. Auch da sehr ähnlich wie bei Dante. Es ist der erste Teil einen Lobpreis Gottes, der allerdings mit der Ahnung verbunden ist, dass Gott
ein Weltgericht halten wird und alle Verstorbenen und alle Lebenden diesem Gericht ausgesetzt sein werden und dass der ganze Kosmos in einem Feuerstrom vernichtet werden wird. Der zweite Teil ist die Antithese dazu. Der zweite Teil ist das Bewusstwerden, dass auch das Böse in der Welt Gottes Platz hat. Und der dritte Teil ist die Überführung des Bösen in diesen Zustand, also das Böse repräsentiert durch Luzifer, der wieder zum Träger des Lichts wird. Und am Schluss dieses wundervollen Werkes von Karl Orff benutzt der Komponist einen Choral: Vor deinen Thron trete ich hiermit. Und dieses Werk endet in einer absolut sphärischen, unvorstellbaren Schönheit. Die künstlerische Konstellation ist, Theodor Korenzis wird es dirigieren, Romeo Castellucci wird es inszenieren. Und es spielt das Gustav Mahler Jugendorchester. Das ist auch etwas, was mich sehr freut. Das Gustav Mahler Jugendorchester wurde als europäisches Projekt gegründet von Claudia Abbado vor vielen, vielen Jahren. Es ist regelmäßig zu Gast bei den Salzburger Festspielen, regelmäßig mit wundervollen Konzerten und jetzt zum ersten Mal als Opernorchester hier zu erleben. Und Theodor Korenzis hat sich sehr schnell und sehr euphorisch bereit erklärt, dieses Orchester zu dirigieren. Aber hören wir Romeo Castellucci, was er uns zu sagen hat zu Bartok und Orff. La giusta posizione, questo piccolo montaggio che vuole prima il castello di Barbablù e poi De Temporum fine commedia è un'idea che appartiene a Markus Interhäuser, che in un primo momento può sembrare un accostamento forte, inaudito. In realtà, secondo me, nasconde dei legami profondi, offre delle possibilità, come dicevo, anche possibilità dinamiche, per cui da una dimensione totalmente intima, prossima al grado zero, si ha invece questa specie di esplosione energetica che è rappresentata dalla musica e anche dalla concezione cosmologica di Karl Orff. Quindi siamo nell'intimità di una coppia e poi ci precipitiamo immediatamente nel giudizio universale davanti a tutte le persone, tutti i morti e i viventi del mondo. Quindi c'è un salto estremo, ma a ben vedere questo giudizio interiore già presente nella tensione sotterranea, intestina di Judith. E si potrebbe dire che il giudizio universale è rivolto verso Judith, come se Judith avesse commesso un crimine, un crimine materno, un crimine che solo una madre può conoscere. Ma questo è ciò che non viene detto. C'è una parte da nascondere in tutto questo. Quindi il teatro, e lo fa in modo magistrale, soprattutto Bartok, è un modo di esprimere cose che non sono dette, non sono visibili. Si potrebbe dire che Bartok ha nascosto la cosa e questo nascondimento entra in conflitto con la rivelazione che invece avviene per forza di cose nel giudizio universale in cui tutte le colpe saranno rivelate. Eine weitere Neuproduktion im kommenden Sommer ist Katja Kabanova von Leos Janacek. Die Salzburger Festspiele haben eine sehr, sehr eindrucksvolle Produktion gezeigt. Das ist lange her, damals in der Regie von Christoph Marthaler. Wir nähern uns jetzt diesem Stück auch in dem Zusammenhang, von mir eben erklärten Zusammenhang dieser Frauenfiguren im Trittico von Puccini, der Judith in Blaubart. Katja Kabanova, Janacek. Auch hier handelt es sich um ein Schicksal, um das Schicksal einer jungen Frau, die in einer Welt lebt, die von einer vergleichslosen Lieblosigkeit geprägt ist. Eine Lieblosigkeit, die ihr Mann dieser Katja entgegenbringt und ihre Schwiegermutter. Ähnlich ergeht es einem jungen Mann in diesem Dorf, der heißt Boris. Diese beiden kommen zueinander, verlieben sich. In diesem Dorf, es kommt zu dieser Begegnung an den Ufern der Wolga und Katja wird vollkommen gepeinigt von Schuldgefühlen und gesteht diese Liebe zu diesem Boris
woraufhin ihre Situation noch unendlich viel schlimmer wird. Und ähnlich wie Angelica im Trittico von Puccini, sie einen einzigen Ausweg findet, den Gang in die Wolga, in den Fluss. Es ist eine sehr hoffnungslose Geschichte, die gleichzeitig zutiefst, zutiefst menschlich ist und die Janáček in all seiner Größe zeigt. Janáček hat die kleinsten Zellen verwendet, um die stärkste Weltberührung vorzunehmen, die man sich vorstellen kann. Seine Musik von einer großen Intensität, eine Oper, die so tief in die Welt dieser jungen Frau eindringt und diese Welt verstehbar und erklärbar macht. Dirigieren wird Katia Kabanova, ein wunderbarer, junger Dirigent, Jakob Ruža. Das ist sein Debüt in Salzburg. Ein Debüt, über das ich mich besonders freue, weil ich Jakob Ruža für einen der ganz, ganz herausragenden Dirigentenpersönlichkeiten halte, seiner Generation. Und inszenieren wird Katia Kabanova Barry Kosky, den wir hier aus einer Inszenierung kennen, die eine ganz, ganz, ganz andere Welt beschrieben hat, nämlich Orpheus in der Unterwelt im Haus für Mozart vor 3 Jahren. Eine Inszenierung, die jetzt in Berlin aufgeführt wird, übernommen wird und die uns damals alle die allergrößte Freude gemacht hat. Jetzt wendet sich Barry Kosky einer ganz anderen Welt zu und hören wir, was uns Barry Kosky zu Katia Kabanova zu sagen hat. Katia, I think, is one of the most extraordinary characters in opera. She is an extraordinary emotional volcano. And there is so much going on that we only see glimpses of. Here is this woman who sometimes can't articulate what the problem is. It's so unusual in an opera where normally characters can articulate and sing very clearly what their problems are. But she is someone who can sometimes express an image. The dreams she has, the desires she has, the fears she has, the anxieties. But it's so amazingly human for Janáček to make her so ambiguous. We don't really know at the end what exactly, or can't define exactly what her problems are. She's very, very, very depressed. That's easy. She is full of trauma. We don't know where this trauma came from. All we know is that she has this energy and vibrancy in her, which is being stifled by her family and the town. But even when she has the opportunity and she falls in love with this other man outside her marriage, this relationship is so unlike any other. This is not a romantic love. These two people come together. This is sort of sexual energy, which then transforms into a need that they both have for something else than what they have. But it's very unsentimental and therefore very real, because it's full of unanswered threads and unexplained motives and moments and fragments of perception and clarity, which then becomes unclear and moves on to the next thing. So like the river Volga going through this whole opera, where the village is on the banks of the river, her emotions, her desires are like water. They sometimes fall right between your fingers. You know, there are three energies in the opera. There is the town, the shtetl, the village, which is small and full of all of those problems and concerns of a small city, gossip, intermarriage, interbred, secrets, unrequited love, dreams, the family and Katia. So these three, if you like, these three energies, the social structure of the town, the family drama, and this woman who just wants to leave it all, fly away from this. These energies bump against each other constantly through the score and through the drama. Der Regisseur Barry Kosky, der ersetzt ja selbst ein ganzes Schauspielensemble in seiner Gestik. Apropos Schauspiel, auch im Schauspiel spielen diese Themen eine große Rolle.
wie Frauen durch die Umstände eingezwängt werden, keinen Ausweg mehr sehen. Wir haben gewählt von Marie-Louise Fleißer ihre beiden Dramen Fegefeuer in Ingolstadt und Pioniere in Ingolstadt. Zusammen gebracht durch Ivo van Hove. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, diese beklemmende Atmosphäre der Kleinstadt, die eben so viel Unglück angerichtet hat. Marie-Louise Fleißer hat ja selbst einmal gesagt, ich wurde erzogen, um zu gehorchen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Demütigung und wie viele Widerstände diese Frau ertragen musste, die so verehrt wurde, von Feuchtwanger über Brecht bis zu Ödon von Horváth. Sehr interessant ist sicher auch das Experiment, einen Reigen von heute dichten zu lassen. Arthur Schnitzler hat ja 1920 mit seinem Reigen einen Theaterskandal ausgelöst, der es bis zum Verfassungsgerichtshof gebracht hat. Jetzt hat das Schauspielhaus Zürich in Zusammenarbeit mit Bettina Hering 10 jungen Autorinnen und Autoren den Auftrag gegeben, 10 Szenen aus dem Reigen nachzudichten oder deren zeitgenössische Interpretation zu liefern. Regie führt die aus Lettland stammende Hausregisseurin des Zürcher Schauspielhauses Jana Ross. Lassen wir sie selber erklären, was sie vorhat. I find Arthur Schnitzler a phenomenal writer representing a moment in time. When he was writing, the world was moving quite fast to the edge of the abyss. We were on the brink of the world war. And as it often happens, before all the hell breaks loose, the world is celebrating. So the atmosphere around him was very strange, and I think he was trying to really truly capture this moment in time. He of course was breaking quite a few taboos. He brought on stage characters that were not expected. He mixed classes. He provoked the audience with the dialogue that was really not acceptable at the time. And I find this very inspiring and very challenging. And I think that this kind of challenge for the audience, for the society, this is what unique dramaturgy is for. So celebrating Schnitzler in Austria, in Salzburg, is a very special moment for me. In order to explore this contemporaneity, this moment in time right now, what we are going through as a society, the provocation, I would say, from our artistic team is to assemble 10 different voices from all over the world to have a dialogue with the original dramaturgy. So each writer was assigned a scene. Ja, und wieder rüber vom Schauspiel zur Oper. Denn Markus, du hast 2, wie ich glaube, besonders interessante Neueinstudierungen. Man kann das nicht Wiederaufnahme nennen. Die erste Neueinstudierung ist AIDA. Wir haben das 2017 hier gezeigt, in der Inszenierung von Shirin Eshad. Und manchmal geraten Dinge doch ein bisschen aus der Spur, aber ganz entscheidend ist, dass sich auch Dinge verändern. Auch der Blick eines Künstlers verändert sich im Laufe der Zeit. Und ich habe, nachdem ich die AIDA im Fernsehen wiedergesehen habe, habe ich Shirin Eshad angerufen und habe gesagt, ob sie
sich noch einmal damit beschäftigen möchte. Und sie war vollkommen begeistert von dieser Idee. Wir haben einen sehr, sehr intensiven Austausch gehabt. Ich halte Shirin Eshad für die absolut richtigste Künstlerin, weil sie ist keine Regisseurin im herkömmlichen Sinn, für die richtige Künstlerin, sich diesem Thema der AIDA anzunähern und dieses Thema zu lesen aus der Welt, aus der sie kommt. Sie kommt aus dem Iran, also aus einer Weltgegend, die nicht ganz weit entfernt ist von der Gegend, in der AIDA spielt, lebt in New York, ist eine der wesentlichen Künstlerin unserer Zeit. Sie hat den Premium Imperiale bekommen, das ist der Nobelpreis für bildende Kunst. Und das Thema von AIDA geht ja weit über alles hinaus, was man unter AIDA subsumieren könnte an Folkloristik oder die berühmte Vier-Buchstaben-Oper in den Kreuzworträtseln. Nein, AIDA ist ein wirklich ernstes Stück. Es ist ein Stück, das einen permanenten Kriegszustand beschreibt, den Krieg zwischen Männern und Frauen, den Krieg zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen, den Krieg zwischen den Wünschen und Träumen und Sehnsüchten, die man empfindet, und den Pflichten, denen man ausgesetzt ist. Und es ist ein Werk, in dem es um Unterdrückung geht und um Religion geht. Also alles Themen, die so wesentlich für unsere Zeit sind. Und auch da komme ich wieder auf etwas zurück, dass diese wunderbaren Opern, ob sie von Verdi oder von Puccini sind oder von Mozart oder von wem auch immer, die Vitalität dieser Partituren ist garantiert und für immer garantiert durch die ständige Beschäftigung, die ständige Neuuntersuchung dieser Partituren. Und diese Neuuntersuchung nimmt Shirin Eshad vor, und wir haben sie um einige Worte zu ihren Ideen AIDA betreffend gebeten. I think more than anything I realized that as my first experience, maybe I held back a little bit of my own signature work as a visual artist and filmmaker, but also the whole interpretation of AIDA in terms of the different layers of its meanings and how it could resonate on the audience. I feel like I have a broader stroke of a brush stroke. And so I feel like coming back, it would be an AIDA that would be much more layered and possibly visually more provocative. The conceptual and narrative quality of AIDA, it couldn't be more close to the way in which I address the question of power, religion, an individual who is somehow conditioned by the society one way or another. And I think that while I relate to this story very much, I think it's also a very relevant story to the time that we live in and how vulnerable we all are. So I think that I feel very connected to the whole story, and not necessarily just to the character of AIDA and her plight as a woman in exile, but also Amneris and also Radames, in the way that each one of them are conflicted between different directions and different tendencies as human beings. I thought it would be very interesting to see how each one of the characters, as they face the reality of people of power and religion, and yet, and duties and loyalty and nationalism, whether it's AIDA in respect to her people in Ethiopia or Radames in relation to the Egyptian people and army, there's always this this conflict between, what your rational mind says, what your conscious mind says, versus what your irrational and your subconscious mind wants. And I'm very interested in that and how every one of us are always inundated in and divided between our more emotional and yet rational minds. And I think this just makes the story more complicated and more complex. Ja, und die zweite Neuanstudierung wird die Zauberflöte sein. Es ist das Werk, das in seinem universalen Anspruch wahrscheinlich der Göttlichen Komödie dann doch am nächsten kommt. Wir haben die Zauberflöte 2018 gezeigt in der Inszenierung von Lydia Steyer. Auch dieser Produktion möchte ich eine neue Chance geben, weil ich überzeugt bin. Ich bin überzeugt von Lydia Steyer als Regisseurin. Ich bin überzeugt vom
Grundkonzept, das sie in dieser Inszenierung einbringt, die Sicht auf die Zauberflöte, die Sicht dieser drei Knaben auf diese Welt, diese große Welt, die die Zauberflöte beschreibt. Und der wesentlichste Unterschied und die wesentlichste Klarstellung, dass es sich um eine Neuinstudierung handelt und nicht um eine Wiederaufnahme, ist der Wechsel des Spielortes. Es wird nicht mehr im großen Festspielhaus sein. Es wird richtigerweise im Haus für Mozart zu erleben sein. Dirigieren wird Joanna Malwitz. Die kennen wir nun wirklich alle von diesem großartigen Dirigator Così fan tutte. Und ich gestehe, dass ich mich sehr, sehr freue auf diese Zauberflöte. Du hast zuerst gesagt, dass es dir so wichtig ist, die großen Werke immer wieder zu befragen, was sie uns heute sagen. Und insofern interessiert auch sehr, was im Schauspiel dieses Jahr mit Iphigenie gedacht ist. Iphigenie ist ja auch so ein Stück, dass alle Jahrhunderte die größten Dichter dazu gebracht hat, über diese Frau zu schreiben. Und es gibt eine junge polnische Regisseurin, Ewelina Maciniak, die derzeit mit Preisen überhäuft wird. Und die hat sich vorgenommen, die Iphigenie von Euripides, von Jean Racine und von Johann Wolfgang Goethe zu einer heutigen Deutung zusammenzuführen. My special interest concerning the character of Iphigenia is Iphigenia and telling the Iphigenia's story as a her story, not the story of a pathological family, but her story. This is gonna be for sure. And first question when I put to myself concerning this topic was, what is the difference between women's sacrifice and men's sacrifice? What is the nature of that difference? And always woman stands constant dilemma wailing family life and professional life. And what if art is her career? Which sacrifice are demanded? So these kind of questions I'm gonna to put according to the character of Iphigenia. I think, and I'm aware of that story of Iphigenia is well-known story. So I'm trying to put the question why we are coming back to that story, what for? I'm not gonna to tell the story from the beginning. I'm gonna to use the story in order to experience a new perspective of the tragedy of suffering of a young daughter. And in the same moment, in the second part, I will try to put the question how it's possible that our Iphigenia in the second part is trying to recognize her ability to be independent and to liberate herself. In vielen dieser Opern und Schauspiele spielt das Thema Opfer eine Rolle. Nicht nur die Frau als Opfer, sondern Umstände, die die Menschen in schreckliche Zwangslagen bringen. Und Opfer wird ja auch der Überbegriff sein für die Ouvertüre spirituelle, mit der wir die Festspiele beginnen. Ich glaube, eine Ouvertüre spirituelle, mir kommt vor, so eine schöne haben wir noch nie gehabt. Ich weiß nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Ouvertüre spirituelle ist, die nahtlos an die große Qualität der letzten Jahre anschließen kann. Und ich möchte auch sehr dem Florian Wiegand danken für seine Mitarbeit im Konzertprogramm sowieso, aber auch besonders in der Ouvertüre spirituelle. Es ist eine Woche, in der wir uns mit dem Thema Opfer beschäftigen. Viele dieser Frauenfiguren in dem Opernprogramm sind Opfer. Aber der Begriff Opfer, die Begrifflichkeit Opfer ist kompliziert, weil man kann sie von verschiedenen Seiten betrachten, man hat verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Opfer kann das Opfer sein, was man bringt, und es kann auch das Opfer sein, zu dem man wird. Und dieser Aufgabe haben wir uns gestellt. Es ist eine Ouvertüre spirituelle, die natürlich die großen, auch historischen
Situation berücksichtigt. Natürlich die Shoah, natürlich den Völkermord an den Armeniern. Es ist eine Ouvertüre spirituell, die biblische Assoziationen möglich macht, ob das Hiob ist, ob das Abraham und Isaac ist, ob das Jephtha ist oder Jephtha. Wir haben wunderbare Künstler, die mitwirken. Das ist natürlich Theodor Korensis und sein Orchester Musik Eterna im Eröffnungskonzert, Schostakowitschs 13. Sinfonie Babi Yar. Wir haben Arthur Honeggers Johanna auf den Scheiterhaufen, Jeanne d'Arc, und da bin ich besonders glücklich, dass Jeanne d'Arc von Isabelle Huppert gesprochen wird. Wir haben das Hagen-Quartett, wir haben Igor Levit, der teilnehmen wird an der Ouverture spirituelle, Patrizia Kopaczynskaja, in ganz, ganz verschiedenen und sehr ausgesuchten Konstellationen. Und natürlich werden die beiden Schlusspunkte dieser Ouverture spirituelle, wird natürlich Herzog Blaubartsburg von Bartok sein. Und angeschlossen, so zwei Tage später, das hat auch oder hat nur dispositionelle Gründe, werden wir eine wunderbare Aufführung des Messias von Händel erleben, mit kleinem Chor, kleinem Ensemble und dem unvergleichlichen Jordi Savall als Dirigenten. Du wirst auch Werke von Riem, ja, in deiner Ouvertüre spirituell haben. Riem wird nächstes Jahr 70. Und er gehört ja eigentlich zu den von uns besonders, ja, gepflegten zeitgenössischen Komponisten. Er war 1982 erstmals bei den Salzburger Festspielen. Und ich werde nie die Uraufführung 2010, Dionysos, vergessen. Da standen die Leute auf der Straße mit einem Schild Suchekarte. Und da habe ich mir gedacht, wir haben was erreicht als Festspiele. Nämlich, dass unsere Besucher mehr Neugier als Altgier haben. Dass eine Uraufführung ausverkauft ist. Wolfgang Riem ist ein Komponist, der Festspielgeschichte geschrieben hat. Und er wird nächstes Jahr 70. Manchmal sind diese Anlässe auch schön. Und für mich sind sie besonders schön, weil wir uns vor Wolfgang Riem verneigen mit drei Konzerten. Es ist eine Hommage an Wolfgang Riem und drei gewichtigen Konzerten. Zwei davon in der Ouverture spirituelle. Ein großes Chorwerk, Vigilia, das wir koppeln mit Haydns sieben Worte des Erlösers. Das wird vom Hagen-Quartett gespielt werden. Wir haben die grandiose Oper Konzertant Jakob Lenz und wir haben den wichtigen Zyklus seiner Stücke, die den Titel Chiffre tragen, mit dem Klangforum und der Sylvain Cambrela. Es sind drei große, wesentliche Wegmarken im Werk von Wolfgang Riem und auf die freue ich mich besonders. Und Wolfgang Riem muss im nächsten Jahr geehrt werden. Der zweite Komponist, dem du eine Personale widmest, ist Béla Bartók. Also wir haben wunderbare Künstler in diesem Béla Bartók gewidmeten Zyklus. Andras Schiff, Martin Grubinger, das Jerusalem-Quartett, das die Gesamtaufführung der sechs Streichquartette von Béla Bartók besorgen wird. Wir haben Pierre-Laurent Aimard mit einem herrlich konzipierten Klavierabend zwischen Bartók und Ligeti und Liszt. Und wir haben Fazil Say und die unvergleichliche Patrizia Kopaczynskaja, zum Beispiel mit den rumänischen Volkstänzen. Und da hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus. Dann haben wir auch noch die Wiener Philharmoniker mit Bartók. Darüber könnte man ja alleine einen halben Tag reden. Dieses Glück, das wir haben, dass sie von Anfang an unser künstlerisches Herz waren. Mit über 2250 Opernaufführungen und etwa 800 Konzerten.
Vielleicht zum Schluss noch, weil das auch so gut passt. Bartok hat etwas sehr Schönes gesagt über die Möglichkeiten der Musik. Meine eigentliche Idee ist die Verbrüderung der Völker. Dieser Idee versuche ich in meiner Musik zu dienen. Ist ja, als wäre es für die Salzburger Festspiele geschrieben, die als Friedenswerk nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden. Ja, und wie tun wir zweite? Es gibt noch so viel. Also, weil Sie da ein Plakat sehen zum Jugendprogramm, Jung und Jeder. Leider, wir können nicht darüber reden, die Zeit ist zu kurz, aber da haben wir wirklich viel geschaffen. Und das freut uns besonders, auch wieder mit Oper und mit Jugendcamps und so weiter. Und da danke ich auch den drei Sponsoren Unica, Raiffeisen und Solveig, die so ein reichhaltiges Kinderprogramm möglich machen. Und ich glaube, worüber man schon ein Wort noch sagen sollte, das ist unser herrliches Pfingstprogramm. Cecilia Bartoli hat diesmal als szenisches Werk den Papier von Sevilla gewählt und alles rundherum spielt sich musikalisch in dieser geschichtsträchtigen Stadt ab. Verbringen Sie mit uns den Frühling von Sevilla in Salzburg zu Pfingsten. Und wenn Sie da keine Zeit haben, dann, Sie wissen, wir übernehmen die Pfingstoper ja immer in den Sommer. Gibt es eine Möglichkeit, Cecilia Bartoli im Sommer mit ihrem Team zu erleben? Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Ich habe Sie begrüßt als Mitglieder der Begeisterungsgesellschaft und ich verabschiede Sie als solche in der großen Hoffnung, dass Sie auch nächstes Jahr wieder, und zwar möglichst zweimal zu Pfingsten und im Sommer, Salzburg zum Mittelpunkt Ihres Lebens erwählen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Danke, alles Gute.